Da vorne rechts. Nun ist auch noch ein Tag. Mach jetzt endlich Schluss. Du bildest dir ein, dass nur du arbeitest. Ich sitze hier herum, während du im Büro bist. So stellst du dir das doch vor. Aber dass du jeden Tag ein frisches Oberhemd brauchst, frische Wäsche, frische Socken, dass deine Anzüge in Ordnung sind. Aber Mutter. Eingekauft werden muss. Gekocht, geputzt, durch die Betten gemacht werden. Aber Mutter, ich weiß doch ganz genau. Ach, nichts weißt du. Oh, die Zeit. War das nicht da im Fernsehen? Nein, das war an der Haustür. Ja, ja, ich komme ja schon. Sie können hier groß abkassieren, sind Sie an der falschen Adresse. Ein Bargeld finden Sie nicht mal 100 Mark in der Wohnung. Dann wird es auch nicht. Schau mal nach. Das bisschen Haushaltsgeld in der Küche und was da draußen in meiner Jacke in der Brieftasche drinsteckt, das ist alles. Sie wollen was anderes. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Alles okay. Was wir wollen? Den Tresorschlüssel und den Schlüssel zu eurem Personaleingang unten in der Bank. Die Tresorschlüssel und den Schlüssel zum Eingang, die habe ich gar nicht. Wir wissen Bescheid. Los, sonst passiert was. Nichts wird passieren. Mein Sohn gibt Ihnen die Schlüssel nicht. Sie halten die Schnauze. Was das ist, wissen Sie ja. Wenn Sie nicht sofort mit dem Schlüssel ausrücken, knallen wir zuerst mal Ihre Mutter ab. Und die Nachbarn hören nicht mehr, als ob ein Stuhl umgefallen wäre. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Mein Sohn hat auch keine Angst. Es hat lang genug gedauert, bis man dir die Schlüssel anvertraut hat. Du machst alles wieder kaputt von dir. Da drüben, im Schrank beim Fernseher. Es hat doch keinen Sinn, jetzt den Helden zu spielen. Da sind Sie dabei. Für den Seiteneingang? Der Sicherheitsschlüssel. Den Tresor. Die beiden anderen. Ja, Sie sind ja dabei, wenn wir es ausprobieren. Stimmt was nicht? Jetzt können Sie es noch sagen. Nachher ist es zu spät. Was wollen Sie noch? Dass Sie mitkommen. Wohin? Dreimal dürfen Sie raten. Und wir beide bleiben hier. Wenn Sie uns nicht reinlegen wollen, passiert Ihnen nichts. Tu, was man dir sagt. Er ist ganz vernünftig, er hat begriffen. Du gehst nicht mit, Arthur. Wenn du auch noch mitgehst, kannst du dich nicht auf den Fingern. Dass ich allein gar nicht aufmachen kann, das wissen Sie. Ja, das wissen wir. Komm, machen Sie schon. Wird schon nichts passieren.
2 Minuten zu früh. Mach keinen Quatsch. Mach die Tür auf. Vorstellen brauche ich die Herren ja wohl nicht. Fahr los. Typisch Frau am Steuer. Sie wissen genau, wo wir hinwollen. Gehen Sie schon. Los, abstellen. Wenn wir es abstellen, gibt es im Polizeirevier ein Notsignal. Die Alarmanlage ist direkt... Wenn es wäre, hätten Sie jetzt die Schnauze überhaupt nicht aufgemacht. Das Ding hier macht bloß Krach. Los, machen Sie schon. So, und jetzt runter. Du weißt genau, ich mag das nicht. Das ist ja wie im Schaufenster. Jeden Moment kann jemand vorbeikommen. Ach, da kommt doch keiner vorbei. Ich mag's trotzdem nicht. Glaub's ja selber nicht. Machen Sie schon. Jetzt Sie. Aufmachen. Los, weiter. Wo ist das Licht?
Stell dich da drüben hin. Du auch. Umdrehen. Aha, das wär's also. Wieso glauben Sie eigentlich, dass er nichts riskiert hätte? Als euch doch nur auf die Schlüssel angekommen ist. Wollen Sie auch was? Nicht, was Sie in der Hand gehabt haben. Ganz wie Sie wollen. Toter hätte euch die Schlüssel nicht geben können. Wie lange dauert's noch? Was? Bis mein Sohn zurückkommt. Wir haben es doch schön gemütlich hier. Ekelhafter Kerl. Warum reden Sie dann pausenlos mit mir? Damit ich später der Polizei möglichst viel über Sie erzählen kann. Ich habe keine Angst. Wie schön für Sie. Hier ist ein ganzes Fach mit ausländischem Geld. Lass es liegen. Dollars, Schweizer Franken und alles Mögliche. Du weißt genau, was ausgemacht ist. Ein Jammer, dass das alles hier liegen bleibt. Wir haben nur noch 4 Minuten. Komm jetzt. Tut mir leid, aber ist er noch für ein paar Stunden. Fährst du mich? Aber erst noch ein Bier vorher. Ach, lieber nicht. Du weißt ja, mein Vater ist noch aus der Steinzeit. Ich will keinen Krach zu Hause. Also Rolandstraße 32. Rolandstraße 32. Ich gehe jetzt dann gleich und Sie bleiben hier. So möchte ich auch mal Urlaub machen. Sie können verrückt spielen und Krach schlagen, sobald Sie allein sind. Wir können aber auch die Schnauze halten und ganz einfach warten. Das hätte den Vorteil, dass dann Ihrem Baby gar nichts passiert. Nicht einmal einen blauen Flecken hätte er dann. Woher weiß ich, dass Sie mich nicht anlügen? Das müssen Sie mir schon glauben. Wo ist mein Sohn jetzt? Wenn alles geklappt hat, sitzt er im Augenblick mit meinen Freunden und dem Geld in einem fahrenden Auto. Das bedeutet, dass er jetzt eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird. Wenn ihm jetzt was passiert, kann uns das ganz egal sein. Ich könnte Sie eigentlich auch noch fesseln, nur damit ich Zeit gewinne. Ich unternehme nichts. Ich gebe Ihnen mein Wort. Glaube ich Ihnen sogar. Sie sind eine kluge Frau und begreifen schnell. Wenn uns nämlich jetzt jemand dazwischen kommt, ist es immer zuerst einmal Ihr Sohn, für den es gefährlich wird. Ich hab's Ihnen versprochen. Okay. Besser ist besser. So, schön vorsichtig. Wäre das Blödeste, wenn wir jetzt einen Unfall bauen. Jemand hinter uns? Nur ein Lieferwagen. Von einer Reinigungsfirma. Hat sich bestimmt ein Fahrer für die Nacht unter Nagel gerissen. Ja, der darf auch keinen Unfall bauen. Muss ein geiles Gefühl sein, wenn man so viel Piepen auf dem Schoß hat. Da vorne ist was, Mensch, pass auf. Verkehrskontrolle, oder? Hau ab, die suchen uns vielleicht schon. Quatsch, anhalten, sonst sind wir gleich im Eimer.
Guten Abend. Guten Abend. Bitte die Fahrzeugpapiere. Ja, danke. Treten Sie bitte mal auf die Bremse. Und jetzt die Blinker. Links und rechts. Den Führerschein bitte noch. Danke. Wir fahren ins Wochenendhaus von meinen Eltern in die Heide. In Ordnung, Sie können weiterfahren. Gebt mal eure Knarren. Ein paar Mäuse für jeden hätten eigentlich schon jetzt rausspringen müssen. Kein Pfennig, bis wir sicher sind. So was abgemacht und wir waren damit einverstanden. Wir hätten es wenigstens nachzählen können. Man möchte ja gern wissen, wie viel es gebracht hat. Steht bestimmt morgen haargenau in der Zeitung. Mach's Licht aus. Ab die Post. Aber halt die Schnauze. Ja, zwei Wagen und sagen Sie dem KTU Bescheid. Am besten Richards, wenn er Zeit hat. Was ist denn? Kommst du mit? Nichts zu machen. Er will, dass ich bleibe. Ja, vielen Dank. Ich weiß gut, auch wir fahren gleich los. Schön, bleibe ich eben hier, spitze ein paar Bleistifte an oder telefoniere in der Gegend rum. Arnold Matowski, Kriminalobermeister. Verheiratet, zwei Kinder. Vor ein paar Jahren hat ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk durchschossen. Also, Matowski, wenn Ihnen so viel dran liegt, gehen Sie meinetwegen mit. Dann bleibe ich so lange hier. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Der Wagen war ein Opel Admiral. Ich habe ihn für einen Ford gehalten. Nein, nein, es war bestimmt ein Opel. Farbe? Silber, Metalleffekt. Auf den Sitzen Schonbezüge. Rote, soviel ich sehen konnte. Ist das richtig, Herr Schönhut? Tut mir leid, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich war zu aufgeregt. Er hat ein Hamburger Kennzeichen. Dann kann zwei Buchstaben, an die ich mich nicht erinnern kann, und dann die Nummer 34. Ja, hier ist Stüben vom SK1. Es geht um einen Opel Admiral. Ist da in den letzten Tagen bei euch einer als gestohlen gemeldet? Hamburger Kennzeichen. Ja, die letzten Nummern wahrscheinlich 3, 4. Oliver Stüben, Junggeselle, Kriminalmeister. Der Jüngste im Sonderdezernat K1. Ja, der Wagen gehört wahrscheinlich einem Kaufmann in Eppendorf. Er hat den Diebstahl erst vor 2 Stunden bemerkt, als er ins Geschäft fahren wollte. Kriminalobermeister Theodor Beer, nicht nur glücklich, sondern auch wohlhabend verheiratet. Keine Kinder. Seine Frau ist Inhaberin von 2 gutgehenden Frisiersalons im Zentrum der Stadt. Frau Zenk, Bär von der Kripo, Sonderdezernat K1. Ich hätte Sie gerne mal gesprochen. Ja, bitte kommen Sie rein. Also ich war der Erste, der hier runtergekommen ist. Zuerst denke ich mich, los der Affe.
Kriminalhauptmeister Kurt Diekmann, verheiratet, ein Kind. Die Tresortür offen und hinter dem Gitter die Hans Henk und Schönhut, wie zwei Affen im Zoo. Das ist nicht sehr kollegial, Herr Miele. Haben Sie den letzten Posten? Ja, 4.370 Schweizer Franken. Haben Sie die Tresortür allein aufgekriegt? Nein, es muss jemand aus der Zentrale kommen. 220 englische Pfund. 220 englische Pfund. Der Kerl hat sofort den Fuß in der Tür gehabt. Gleichzeitig hat er mir eine Pistole vor die Nase gehalten, eine 9mm Parabellum. Was soll ich machen? Verstehen Sie was von Waffen? Ja, fast 3 Jahre Bundeswehr. Die Burschen müssen genau gewusst haben, dass er Schön- und Junggeselle ist und dass ich mit meiner Mutter zusammen wohne. Sie haben sogar noch mehr gewusst. Nämlich, dass Sie die Schlüssel haben und nur Sie die Kombination der Sicherheitsschlösser kennen. Ja, haben wir denn was falsch gemacht? Hätte ich die Schlüssel nicht rausgeben sollen? Zuerst wollte ich ja nicht. Aber die Waffe war echt. Und der Kerl hat nicht so ausgesehen, als ob er Spaß versteht. Da kann Ihnen niemand einen Vorwurf draus machen. Sie sind hier als Kassierer angestellt. Helden rangieren in einer anderen Gehaltsgruppe. Ich bin sonst nicht feige. Ich bin bestimmt nicht feige. Das kann keiner von mir sagen. Hut und natürlich Handschuhe. Ja. Hat er sie immer angehabt? Einmal hat er sich die Schnürsenkel neu gebunden, da hat er die Handschuhe ausgezogen. Dabei habe ich gesehen, dass er Hände hat wie jemand, der schwer arbeitet, Schwielen und so. Und außer der Verkleidung was Besonderes? Ach, bitte setzen Sie sich doch. Danke. Braune Korthose, braune Wildlederschuhe mit anderem Leder, weiße Socken. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Er hat kein Dialekt gesprochen. Ziemlich neutrales Hochdeutsch. Und ganz ruhig war er. Richtig gut aufgelegt, könnte man sagen. Und Sie haben die Wohnung nicht verlassen, als er weggegangen war? Ich hatte ihm mein Wort gegeben. Wenn es ihnen gelungen war, an das Geld zu kommen, war mein Sohn wirklich in Gefahr. Jetzt brauchten sie ihn nicht mehr. Ich habe die ganze Nacht hier gesessen und gewartet, bis Frau Braumüller von nebenan gekommen ist und mir gesagt hat, dass mein Sohn... Mein Sohn am Telefon... Erzählen Sie mir doch bitte mal, wie Sie den gestrigen Abend verbracht haben. Ja, Fräulein Schubert hat mein volles Vertrauen, Herr Kommissar, wenn ich das noch bemerken darf. Ich war zu Hause. Den ganzen Abend? Ja. Allein? Ja. Und wann haben Sie Feierabend? Ich meine, wann sind Sie gestern Abend hier raus aus der Bank? Wo waren Sie heute Nacht? Wo waren Sie heute Nacht? Wollen wir es vorerst doch so halten. Ich frage und Sie antworten. Also, wo waren Sie heute Nacht? Meine Privatsache. Ich darf Sie auch nicht fragen, wo Sie heute Nacht waren. Oh, könnten Sie aber. Um 7:30 habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter gegessen, dann haben wir eine Weile in die Röhre geguckt und um 10:20 Uhr, nach den zweiten Nachrichten, bin ich dann in die Klappe und Sie? War auf der Reeperbahn, dreimal rauf, dreimal runter. Und als ich sicher war, dass die Onkels aus der Provinz immer noch auf die Miezen reinfallen, bin ich in Sahara zufrieden. Waren Sie allein? Na, wie gesagt, die Onkels aus der Provinz waren noch dabei, die Miezen, Raumnibusladung Schweden und Holländer. Alles in allem waren da so zwei kriegsstarke Divisionen unterwegs. Haben Sie gedient, Herr Miele? Zu Befehl, ja. Bei welcher Einheit, wo man sich stationiert? Also das habe ich verdrängt. Aber lassen Sie mich mal überlegen. Ja, ich glaube, das war in Rahlstedt, Panzerbataillon 174. Es sind Ihnen genau 825.750 D-Mark in die Hände gefallen. Das ist aber eine ganze Menge, was? Tja, zum Ultimo brauchen wir so viel. Das ganze Hartgeld haben Sie liegen gelassen, auch die Goldmünzen und die Devisen. Nur die 300-Dollar-Scheine, die kann ich nicht finden. Sie müssen sie mitgenommen haben. Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass die Devisen alle noch da sind. Herr Schütte, meint 3 falsche 100-Dollar-Noten. Ein Kunde wollte sie gestern wechseln. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Scheine gefälscht waren. Wir haben sie selbstverständlich eingezogen. Und genau die 3 sind verschwunden. Haben Sie noch genau nachgesehen? Ja, sie sind weg. Ich sag meinem Alten Bescheid. Wie haben Sie denn die Fälschungen festgestellt? Der Druck ist auffallend schwach, das übliche Grün zu hell. Außerdem fehlt im Namen von Benjamin Franklin der Querstrich im F. Sieht aus wie ein T. Dieser Kunde hat übrigens mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Er ist schon seit mehr als 10 Jahren bei uns. Kam erst vorgestern von einer Geschäftsreise aus New York zurück. Da müssen Sie eben die Dinger angedreht haben. Es handelt sich um 3 Scheine, die die Bank von einem Kunden bekommen hat. Ja, also ich wiederhole, kein Wort über das Falschgeld an die Presse und das Falschgelddezernat verständigen Sie direkt. Wir wollten die 3 falschen Noten alles gleich klar, heute Morgen zur Kriminalpolizei bringen. Ja, den Weg hat man Ihnen abgenommen. Aufstehen. Komm, wach auf. Wir haben ganz schön verpennt. Lass mich schlafen. Ich habe den Wecker überhaupt nicht gehört. Jetzt komme ich gleich 3 Stunden zu spät. Und du müsstest auch schon lange neu am Laden sein. Ach, die wären auch ohne mich fertig. Nicht das erste Mal, dass ich zu spät komme. Gerade jetzt sollen wir nicht auffallen, sagt Johnny. Na eben, wenn ich jetzt auf einmal pünktlich bin, fällt es auf. Und du bist mir vielleicht ein Typ. Komm, Junge, lass mich. Die Zeit kann sich auf den Kopf stellen, da bin ich so tot wie der Ohlsdorfer Friedhof. Ja.
möchte nicht wissen, was der kostet. Aber wir haben's ja. Nicht wie er, Johnny hat es. Wenigstens habe ich die Dollars. Mach damit, was du willst, nur dass Johnny nichts merkt. Du weißt, wie er ist. Du, ich gehe jetzt los. Ich sag einfach, ich war noch beim Arzt und du gehst jetzt auch. Da hat Johnny wirklich recht. Wir müssen weitermachen wie vorher. Ach, Johnny, Johnny, so langsam hängt mir dein Johnny zum Hals raus. Wieso hast du mich angerufen? Ich hab doch gesagt, ich brauch was von dem Geld, Johnny. Kein Pfennig. Die Kohlen bleiben, wo sie sind, bis das Ganze vergessen ist. Wenigstens 300 Mark. Freitag ist die Rate für meine Maschine fällig. Wenn ich musste eben was anderes einfallen lassen. Du, schließlich habe ich einen Anteil, der mir gehört. Ja, kriegst du auch. Aber erst, wenn es soweit ist, wo ist Harry? Ich gekommen heute Morgen. Habe ich denn nur mit lauten Idioten zu tun? Es war doch deutlich genug ausgemacht, dass jeder so weitermacht wie bisher. Komm, an dir ist ganz schön rum, du. Ich habe keine Lust, mich einlochen zu lassen, nur weil ein paar Ochsen nicht warten können. Mach keinen Ärger, Robert. Ich denke, du bist mein Bruder. Nur deshalb habe ich dich ja überhaupt mitmachen lassen. Na schön. Und sag Harry, wenn er kommt, dass er sich an das halten soll, was ausgemacht ist. Ja, mach ich. Du, ich wollte ja auch nur sagen, dass... Hau jetzt wieder ab. Tschüss. Könnt ihr das wechseln bitte, Mark? Sie in unser Büro bitten. Warum, was ist denn los? Kommen Sie bitte, machen Sie kein Aufsehen. Sie wollen es also erzählen, Sie haben gar nicht gewusst, dass die Scheine falsch sind. Natürlich nicht, sonst wäre ich ja nicht damit auf die Bank. Bin eben reingefallen, Pech. Beschreiben Sie uns doch mal den Mann, der Ihnen die Dollar geschenkt haben soll. Er war Amerikaner. Groß, athletisch gebaut und sehr blau. Und wo soll diese lukrative Begegnung stattgefunden haben? In Pöseldorf. Ich bin da in der Boutique-Verkäuferin. Von morgens um 9 bis abends. Als wir zugemacht haben, da hat er mich angequatscht. Wir haben getanzt, was getrunken. Das war alles. Und dann hat er Ihnen 300 Dollar geschenkt. Zuerst habe ich auch gedacht, ganz schön. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er mir nur Falschgeld angedreht hat, Pech, wie gesagt. Und wann soll das passiert sein? Gestern, vorgestern, letzte Woche, letzten Monat? Letzte Woche irgendwann, aber genau weiß ich das auch nicht mehr. Wo waren Sie gestern Abend? Gestern war mein freier Tag. Ich war zu Hause. Allein? Ja, ich habe mir die Haare gewaschen. Also, ich muss jetzt wirklich los. In der Boutique wartet man auf mich. Bedauere, Fräulein Ohlmeier. Heute werden Sie einen Tag nach unseren Wünschen einrichten müssen. Sie sind vorläufig festgenommen. Mein Mann ist nicht der Vater von Rita. Er hat sie nur adoptiert. Anfangs ist das ja ganz gut gegangen. Aber wie Rita so in die Jahre gekommen ist, Sie wissen ja, wenn ein junges Mädchen so ein bisschen über die Stränge schlägt. Was kosten also, die Nägel heute? 40 Pfennig das Stück heute, wie sie so in die Jahre gekommen ist. Also da gab es dann nichts mehr zu ärgern. Deshalb ist sie dann von zu Hause weggezogen? Es war besser so. Mir war es auch recht. Sehen Sie Ihre Tochter noch ab und zu? Ach ja, manchmal kommt sie vorbei, wenn mein Mann nicht zu Hause ist. Und was mit den Rosen, was kosten die? 1,20, 1,50 das Stück, hat sie was ausgefressen. Es handelt sich vorläufig nur um eine Ermittlung, Frau Ohlmeier. Bitte, ist nicht schlecht. Höchstens leichtsinnig, aber nicht schlecht.
Wenn sie Schwierigkeiten sein sollte, dann ist es nicht ihre Schuld, sondern die von den Burschen, mit denen sie immer zusammenhockt. Wer sind denn die? Der eine heißt Harry Gätjens. Verstehe ich, dass die auf den fliegt. Sieht prima aus, wie einer vom Film. Aber das täuscht. Und dann hat er einen Kollegen, mit dem er immer so durch die Kneipen zieht. Robert Kette. Den möchte ich nachts nicht allein über den Weg laufen. Und die Chrysanthemen, was kosten die? 50 Pfennig das Stück. Das gilt aber von dem anderen eigentlich auch. Da hat mein Mann ganz recht. Alle beide taugen nichts. Wissen Sie zufällig, wo die Herren zu finden sind? Rita behauptet, dass sie beide arbeiten. So recht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Dann geben Sie mir doch 6 Chrysanthemen. Die sind groß und machen mehr her. Entschuldigung. Wie denn sonst soll Rita Ohlmeier zu den 300-Dollar-Noten gekommen sein? Weiß ich doch nicht. Geht mich aber auch nichts an. Darf ich eigentlich hier rauchen? Bitte. Es stimmt doch, dass Fräulein Ohlmeier mit Ihnen und Harry Gätjens befreundet ist. Rita ist die Freundin von Harry, nicht meine. Wo waren Sie gestern Abend? Zuerst im Kino. Dann habe ich noch ein Bier getrunken und dann bin ich nach Hause. Ich kann Ihnen den Film ziemlich genau erzählen, wenn Sie mir nicht glauben wollen. Das hilft Ihnen aber nicht viel. Sie können den Film auch vorgestern gesehen haben. Oder in der vergangenen Woche. Da haben Sie recht. Der Film läuft schon ziemlich lange. Wir haben hier einen Aschenbecher. Also, um wie viel Uhr genau waren Sie zu Hause? So genau kann ich Ihnen das auch wieder nicht sagen. Aber sehr spät war es nicht. Da wollen wir erst mal klären, was Sie unter spät und sehr spät verstehen. Also, 2 Uhr nachts. Was ist das zum Beispiel bei Ihnen? Rita, bist du da? Gätjens. Machen Sie keine Dummheiten. Wo kann er hin, habe ich mir gedacht. Zu Hause wartet bestimmt schon die Polizei, muss er annehmen. Also türmt er. Zu seiner Freundin. Und richtig. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie hatten es da vorhin so eilig. Warum denn? Warum laufen Sie weg, wenn die Polizei kommt? Ich habe was gegen Uniformen. Sie können mir natürlich genau sagen, wo Sie gestern Abend gewesen sind. Zu Hause. Ich bin keinen Schritt vor die Tür gegangen. Schade, dass Sie vermutlich keinen Zeugen dafür haben. Leider. Meine Wirtsleute sind für ein paar Tage in Hannover bei ihrer Tochter. Sie haben den Schlüssel zu dieser Wohnung hier, aber Sie haben sich noch nicht überlegt, woher wir das wissen. Von Rita. Wieso? Was ist mit Rita? Sie hat versucht, 3 falsche 100-Dollar-Noten zu wechseln. Und diese 300-Dollar-Noten stammen aus dem Bankeinbruch von der vergangenen Nacht. Steht das drauf? Oder woher wollen Sie so genau wissen, woher die stammen? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Und wenn, was habe ich damit zu tun? Sehen Sie, genau das wollen wir feststellen. Und deshalb müssen Sie mitkommen. Hier ist es. Schönen Dank. Ich habe ihn noch gehört. Das war gegen 1, aber gesprochen habe ich ihn nicht. Kommt er oft zu spät nach Hause? Ja, schon. Er arbeitet die Nachtschicht, da muss er hier morgens nicht so früh raus. Was wollen Sie denn von ihm? Er kann doch nach Hause kommen, wann er will, so alt wie er ist. Was gefunden? Nichts. Da gibt's ja auch nichts zu finden. Was suchen Sie denn überhaupt? Gehen Sie ruhig ran. Aber ganz egal, wer dran ist, sagen Sie nicht, dass Sie hier da sind, hm? Ja, Kettel? Ach, du bist's. Nein, Robert ist nicht da. Was sonst geht er nach der Schicht immer zuerst nach Hause? Ich rufe später nochmal an. Tschüss. Johnny, die Polizei ist da. Die wollen wissen, was...
War das Ihr Ältester? Ja, Johnny. Er wollte wissen, ob sein Bruder zu Hause ist. Johnny wohnt nicht mehr bei Ihnen? Nein. Nur Robert ist noch bei uns. Aber Sie wissen, wo er wohnt? Er hat doch jede Woche eine andere Adresse. Na, nun kommen Sie, reden Sie schon. Rauskriegen wir sowieso. Oder glauben Sie, dass Sie Johnny damit einen Gefallen tun, wenn die Polizei überall nach ihm rumfragen muss? Nichts erfahren Sie von uns, gar nichts. Johnny ist ein guter Junge und Sie wollen ihm was anhängen. Hauen Sie ab hier! Raus! Dies ist unsere Wohnung. Wir zahlen hier jeden Ersten unsere Miete. Da kommt keiner rein, der unsere Jungs zur Sau machen will. Schmeckt doch heute ganz gut. Warum isst du nicht? Weil es mir auf den Magen schlägt, dass die Polizei meine Eltern nach mir ausfragt. Wenn sie bei dir das Geld gefunden hätten, aber so können sie dich doch. Jetzt hör mir bitte mal zu. Es muss doch was Wahres dran sein, wenn sie überall rumschnüffeln. Na, vielleicht kriegen wir eine Gemeinschaftszelle. Wäre doch prima. Warum können wir ihnen nicht einfach die Wahrheit sagen? Ganz einfach, weil unser Filialleiter scharf auf dich ist. Ich bin erst auf Probe in der Bank. Und wenn er spitz kriegt, dass wir was miteinander haben, der schmeißt mich glatt raus, das weißt du genau. Rita nicht da? Ist heute nicht gekommen. Dabei hat sie es mir fest versprochen. Hast du sie nicht angerufen? Ein paar Mal. Sie ist nicht zu Hause. Ich komme. Ich war ganz in der Nähe der Bank. Ah. Ja. Auf dem Parkplatz. Allein? In einem Auto. Allein in einem Auto oder war jemand bei Ihnen, Frau Schubert? Muss ich das sagen? Wenn Sie sich dadurch belasten, brauchen Sie es nicht zu sagen. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, wenn Sie uns nichts verschweigen. Kommt gerade rein. Dankeschön. Sie haben doch mit der Sache bestimmt nichts zu tun. Also sagen Sie schon, wer war bei Ihnen? Herr Miele. Helmut Miele. Schon Angestellter bei Ihrer Bank. Kollege von Ihnen? Ja, Herr Miele ist seit etwa 3 Monaten bei uns. Ja, das hat man uns schon erzählt. Er soll aussehen wie ein Filmschauspieler und bildet sich auch was drauf ein. Wie lange wohnt Herr Gätchen schon bei Ihnen? Schon so ungefähr 2 Jahre, glaube ich. Wollen Sie nicht aufmachen, Frau Lutz? Darf ich denn? Sie können in Ihrer Wohnung tun und lassen, was Sie wollen. Wir sind bei Ihrem Untermieter, nicht bei Ihnen. Tag, Frau Lutz. Ist Harry an Bord? Nein, Herr Kettel, der ist so viel, ich weiß nicht. Hat sie Herr Kettel gesagt? Was ist mit Harry? Reden Sie doch. Ist hier eben ein junger Mann rausgelaufen? Nein, ich habe keinen gesehen. Thank you.
So wie du wieder angezogen bist, kannst du doch hier nicht aufkreuzen. Was ist dagegen, wenn ich so angezogen bin? Stehst doch auf Leder. Du hast dich aber lange nicht mehr daran erinnert. Weißt du, wie das bei mir ist? Auf einmal habe ich wieder richtig Sehnsucht nach dir. Das glaubst du denn nicht? Ich bin richtig verrückt drauf. Auf einmal? Auf einmal. Ich habe heute die ganze Nacht Zeit. Gib mir den Schlüssel, ich gehe schon vor. Komm, mach schon. Na gut, ich hole den Schlüssel. Nach draußen. Mensch, habe ich geschlafen. Und geschnarcht. Jetzt hole ich uns was zum Frühstück. Du kannst inzwischen ins Bad, wenn du willst. Bring Milch und frische Brötchen mit. Ja, danke. Wiedersehen. Die Kriminalpolizei bittet um folgende Durchsage. Unter dem Verdacht, an einem gestrigen Bankraub beteiligt gewesen zu sein, wird gesucht Johnny Kettle, 27 Jahre alt. Na, was sagst du dazu? Uns Kaffeewasser kocht auch schon. Ja, du bist perfekt. Was ist denn auf einmal los mit dir? Nichts. Ich habe mir nur was überlegt. Was hast du denn überlegt? Ob ich zur Polizei gehen soll. Was? Ich könnte dann eine sehr schöne Belohnung kassieren, Johnny. Hör da mit dem Gefasel auf. Das ist kein Gefasel. Die Versicherung zahlt 2000 Mark für Angaben, die zur Festnahme eines gewissen Johnny Kettle führen. Und die 2000 sind doch vermutlich erst der Anfang. Sag, was du weißt. Lass mich los, du kannst es ja selber lesen. Du bist ein Scheißkerl. Du Sehnsucht hast, wirst du die Nacht über bei mir bleiben, hast du gesagt, weil du verrückt drauf bist. Und auf sowas bin ich reingefallen. Dabei wolltest du dich nur verstecken, unterkriechen, weil sie hinter dir her sind, nur das willst du. Anders wirst du dich noch nie mehr sehen lassen bei mir. Hast du mich verpfiffen? Ach, schon das erste Mal, als ich mit dir mitgegangen bin, war ich ein Idiot. Bin nicht klüger geworden. Hast du mich für lumpige 2000 Mark verpfiffen? Ich war nicht bei der Polizei und ich habe auch nicht telefoniert, aber mach, dass du rauskommst, bevor ich mir's anders überlege. Lass mich hier, bis es dunkel ist, dann hau ich ab, du siehst mich nie wieder. Dir passiert ja nichts. Du weißt doch genau, dass ich dran bin, wenn sie rauskriegen, dass du bei mir gewesen bist. Wenn du mich jetzt rausschmeißt, schnappen sie mich in den nächsten 5 Minuten. Dann schnappen sie dich eben, na und? Lilo, ich weiß. Ich weiß, wo das Geld versteckt ist. Es ist fast 1 Million, steht auch in der Zeitung. 1 Million. Alle anderen sind geschnappt, nur ich bin noch übrig. Lass mich hier, bis es Nacht ist, dann hole ich das Geld, das ganze Geld. Dann kriegst du von mir nicht nur die lumpigen 2000 Mark. Dann kriegst du so viel, dass du für dein ganzes Leben ausgesorgt hast. Sei nicht blöd, Lilo. Überleg dir das genau. Der Alte hat für die beiden Burschen einen Haftbefehl beantragt und kriegt ihn nicht. Dass sie mit dieser Rita Ohlmeier befreundet sind, das reicht nicht aus. Wenn wir bis morgen früh nicht neues Material haben, müssen wir sie wieder laufen lassen. Heute kriegt man eher eine Rückzahlung von der Steuer als einen Haftbefehl. Übrigens, Matowski. Kriminalobermeister Matowski. Ich glaube, du bist gemeint, Arnold. Sie wünschen, Herr Hauptkommissar? Dass Sie das nächste Mal die Tür leise zumachen. Selbstverständlich, Entschuldigung. Tut mir leid, dass Sie so spät kommen. Aber meine Frau hat morgen Geburtstag. Und bevor wir hier raus sind, sind die Blumengeschäfte geschlossen. Ich habe jetzt den Lebenslauf von diesem Johnny so ziemlich zusammen. Der Alte ist mal wieder stocksauer. Das ist doch nichts Neues. Also, was ist mit dem Johnny?
Oh, nicht besonders aufregend. Am 10.05.45 geboren. Masern Scharlach-Kirchhorst mit 6 zur Schule. War laut Aussage Mutter Kettel ein guter Schüler. Nach der Grundschule noch 3 Jahre Mittelschule, nicht sitzen geblieben, lernt dann Autoschlosser. Schon immer besonders am Sport interessiert, spielt Fußball, Handball, wird zwar der Jugendmeister im Hochsprung, will eigentlich Sportlehrer werden. Er entwickelt schon relativ jung seinen Drang nach dem anderen Geschlecht und nach Motorrädern. 1965 eingezogen durch die Bundeswehr zum Panzerbataillon 174, seit seiner Entlassung vom Kommissar. Moment, warte mal. Panzerbataillon 174, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Wo sind denn die Vernehmungsprotokolle von diesem Mieler aus der Bank? Was, dort müssen Sie dabei sein. Panzerbataillon 174. Ich habe mir den alten Belegungsplan selbst angesehen. Irrtum ausgeschlossen. Sie waren beide in unserer Kompanie im 3. Zug und lagen auf einer Stube. Kannten Sie also gut die beiden? Die waren wie Zwillinge. Wenn es Ihnen hilft, wir haben in der Schreibstube bestimmt noch Fotos. Jeder Jahrgang lässt sich nämlich vor seiner Entlassung fotografieren, zur Erinnerung für alle. Doch, das könnte mir helfen. Alpha, ihr Tiger. Übungsunterbrechung. Alpha-Führer zu mir. Ende. Was haben die beiden eigentlich ausgefressen? Banküberfall mit räuberischer Erpressung. Hat sich's wenigstens gelohnt? Ja, wenn Sie 10 oder 15 Jahre für lohnenswert halten. So, hier sind Ihre Fahrzeugpapiere. Ja. Mit dem Wagen wissen Sie Bescheid? Wie lange werden Sie den Wagen brauchen? 24 Stunden. Ich besuche nur meine Eltern in Holstein. Dann gute Fahrt. Apparat 32, bitte. Ich bin's, Johnny. Wenn es nicht wichtig wäre, hätte ich auch nicht angerufen, aber es geht nicht anders. Das Risiko müssen wir eben eingehen. Pass auf, das Geld muss weg woanders hin. Die kneten die beiden so lange weich, bis einer von ihnen auspackt und dann kassiert die Polizei. Wenn's dunkel wird, fahre ich los. Ich sag dir dann, wo ich's hinbringe. Wieso du? Natürlich weiß ich, dass sie mich suchen und dass überall mein Foto rumhängt, aber ich schaff das schon. Okay, du bist der Chef. Aber ich muss heute Nacht noch wecken, dazu brauche ich Geld. Nein, ich tu's nicht, kann's dich drauf verlassen, aber ruf mich sofort an, wenn du's geholt hast. Wie oft soll ich dir noch sagen, ich mach nichts, Ehrenwort. Gut, um 1 Uhr beim Bismarck. Und bestimmt das Geld. Ich weiß sonst nicht, wie ich weiterkomme. Und falls du dran denken solltest, mich reinzulegen, das Erste, was ich ihnen sage, wenn sie mich schnappen, ist dein Name und deine Adresse. Stör ich? Wo warst du so lange? Was hast du gemacht? Ich habe mir deine Aufträge erledigt. Gut. Brille. Der Wagen steht vor der Tür, ein roter Fiat 850. Falls du Angst hast, dass ich bei der Polizei war, die Antwort ist nein. Und die Farbe des Haar vor dem Einfärben, natürlich mit Shampoo auswaschen und trocknen lassen. Das vergesse ich dir nie. Musst du mir glauben. Du siehst doch, dass ich dir glaube. Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Weg. Hast du deine Aussage bei der Polizei? Hast du ihnen jetzt die Wahrheit gesagt? Aber die wollen doch gar nichts mehr von uns. Ich habe ihnen gesagt, dass ich bei dir im Auto war. Warum dann um Himmels Willen? Ach, ich halte das einfach nicht mehr aus. Das sind ja ganz schön reingerissen. Herr Schütte? Ich brauche den Kontoauszug 56213. Ja, sofort. Das wird gut, das wird wirklich gut. Hallo? Der Flug für Herrn Adolf geht in Ordnung. Die letzte Maschine 22:15 nach Madrid. Für Herrn Adolf alleine? Ja, ein einfacher Flug. Besten Dank. Erst noch den Hut und die Brille, dann erkennt mich bestimmt kein Mensch mehr. Wann ist das Gespräch abgehört worden? Ob Sie herauskriegen konnten, von welchem Anschluss aus er angerufen worden ist. Und haben Sie den Anrufer feststellen können? Ja. Komisch, was? Eigentlich müssen wir Ihnen jetzt sogar dankbar dafür sein, dass Sie uns angeschwindelt haben. Ich habe einfach Mist gebaut. Wir fahren schon los. Ja, wenn es vorher nicht klappt, bleibt uns ja immer noch Ihr Treffpunkt am Bismarck. Ja. Also vergleichen wir noch einmal. Aber ich muss heute Nacht noch weg. Und dazu brauche ich Geld. Das Panzerbataillon 174 hat uns draufgebracht. Sie haben mir zuerst davon erzählt, bei Ihrer Vernehmung in der Bank, dass Sie 1971 dort gedient haben. Ja. Und als wir uns den Lebenslauf von diesem Johnny Kettle vornehmen, der hat bei der gleichen Einheit gedient. Das kann doch kein Zufall sein, habe ich mir gedacht. Ich kenne den Johnny Kettle überhaupt nicht. Ja, sehr richtig. Sie haben auch 3 Jahre später dort gedient. Wir haben uns alle Fotos angesehen. Auf dem Foto des Jahrgangs 1968 haben wir nämlich neben diesem Johnny Kettle noch einen anderen Herrn entdeckt, den wir alle kennen. Und das war nun wirklich ein Zufall. Herr Mili, Sie können jetzt gehen. Wie gesagt, wir sind Ihnen sehr dankbar. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Nummer vom Anrufer haben Sie nicht rausgekriegt. Ein neues Gespräch hat er bisher nicht bekommen.
bist ein unheimlich duftes Mädchen, Lilo. Ich glaube, wir haben eine ganz prima Zeit miteinander. Bisher geht alles klar. Er ist in die Garage gegangen, hat seinen Wagen rausgeholt und ist dann direkt hierher gefahren. Ja, ja, das ganze Gelände ist umstellt. Wir können ihn jederzeit festnehmen. Aber Matowski meint, wir sollen noch warten. Vielleicht hat er das Geld bei sich, wenn er wieder rauskommt. Man kann uns wenigstens nicht erzählen im Himmel des Jahrmarkt. Verstanden. Ende. Wacht hier. Wie lange wirst du brauchen? Viertelstunde höchstens. Hoffentlich. Was soll das heißen? Das soll heißen, falls du mich reinlegen willst, werde ich dafür sorgen, dass ein gewisser Herr Adorf in Frankfurt auf dem Flughafen geschnappt wird. Ein reizendes Kind bist du. Richtig lieb. Das hab ich doch gewusst, du Schwein. Los, nimm die Flossen hoch. Jetzt bald. Oder ich leg dich um, du Drecksack. Mensch, Fritz. Ich hab doch dein Ehrenwort. Du hast mir doch am Telefon versprochen, dass du nicht hier rauskommst. Um 1 Uhr beim Bismarck haben wir abgemacht. Du musst mir glauben, ich wollte nur... Ja, beklauen hast du mich wollen, mich und die anderen. Jetzt, wo die anderen festsitzen, hast du das ganze Geld allein unter den Nagel reißen wollen. Was aus uns geworden wäre, ist dir doch scheißegal. Fritz, das ist doch Unsinn. Das glaubst du doch selber nicht. Wir sind doch alte Kameraden. Alte Kameraden? Hältst du mich für blöd? Schon beim Kommiss hast du mich beschissen. Für dich habe ich Wache schieben müssen. Für dich bin ich im Bau gegangen, aber ich habe jetzt genug. Fritz, das machst du nicht. Wir kriegen dich. Mordest. Ein Mensch hört das, wenn ich dich hier abknalle. Irgendwann findet man deine Leiche. Aber dass ich was mit dem Bankraub zu tun habe, weiß kein Mensch. Hände hoch, stehen Sie auf! Mach die Tür auf. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ja, ist ja auch gar nicht so einfach zu begreifen. Zuerst habe ich Miele verdächtigt. Diesen jungen Angestellten von eurer Bank. Und Sie haben wir dann gefunden. Panzerbataillon 174. So ein ganzer Jahrgang auf einem Foto. Feine Sache. Übrigens, schönen Gruß von Ihrem ehemaligen Oberfeldwebel. Gehen wir. Alte sagt, wir sollen das Geld im Präsidium abliefern und uns anschließend einen vergnügten Abend machen. Umgekehrt wäre es mir lieber.